Prominenter Besuch im Clubtreff. Im ersten FCN-Fanshop Ludwigstraße hatte Dieter Eckstein zur Autogrammstunde gebeten. Und so kamen seine Fans, um sich sein Buch mit einem Autogramm von ihm persönlich signieren zu lassen. Großes Medieninteresse, denn der Titel des Buches verspricht einen tiefen Einblick in die außergewöhnliche Biografie eines Club-Urgesteins. Es ist mein komplettes Leben, ja, von der Geburt an bis heuer. Besteht das Buch eigentlich daraus, was ich alles erlebt habe, wie ich Fußballprofi geworden bin, die ganzen Schicksalsschläge, was ich gehabt habe, das wird alles da drin beschrieben. Auch das ein oder andere, wo in der Öffentlichkeit manchmal falsch rübergekommen ist, sagen wir es mal so, habe ich dann also zurechtgerückt. Immer nach vorne Titel seines Buchs und gleichzeitig auch ein Motto, das wohl kaum weniger treffend auf den Club zutrifft. Das Buch für jeden echten Clubberer, das so manchen Blick hinter die geschlossene Kabinentür gewährt. Erstens stehen da auch Geschichten drin, die normalerweise in der Kabine unter der Mannschaft bleiben sollten. Aber es sind solche Geschichten, wo man drüber lachen kann. Ja, die tollsten Momente in der Karriere. Ganz klar, damals der UEFA Cup, dass wir in den UEFA Cup reingekommen sind mit dem 1. FC Nürnberg. Ich bin beim 1. FC Nürnberg Nationalspieler geworden. Das waren eigentlich die tollsten Erlebnisse. Klar, und die Europameisterschaft, wo ich mitgemacht habe, 88 in Deutschland. Das waren schon die Highlights in meiner Karriere. Und so beschrieb er Autogrammkarten im Akkord und verschaffte all denen, die gekommen waren, einen unvergesslichen Nachmittag. Dieter Ecksteins Biografie ist auch irgendwie ein Stück Clubgeschichte.